Beschreib doch mal, inwiefern es das nicht mehr gibt. Also was genau hat sich in diesem Sommer 2013 geändert in Istanbul? Oder was ist da verschwunden und was ist neu dazugekommen? Also die Stelle im Klappentext, das ist ein Zitat. Das, an den Mund, so? Also die Stelle, die du gerade vorgetragen hast, das ist ein Zitat, was ich auch in dem Buch erzähle, in einem eher persönlichen Schlussteil, was meine Freundin gemailt hatte in den Tagen, die mir genau diesen Satz geschrieben hat, das Istanbul, das du kennst, gibt es nicht mehr, du musst kommen. Und deswegen bin ich da hingefahren, erstmal gar nicht in der Absicht, dann in der Taz darüber zu schreiben, sondern weil ich das sehen wollte. Hatte für 4 Tage gebucht, daraus wurden dann 6 Wochen. Und das war natürlich so ein bisschen aus dem Moment des Aufstandes herausgeschrieben. So mit dem Abstand von einem halben Jahr ist es natürlich... es ist jetzt in der Türkei hat jetzt keine Revolution stattgefunden, dass jetzt alles vollkommen anders wäre. Aber ich glaube, und auch wenn man mit Menschen redet, die damals beteiligt waren, auch mit dem Abstand von einem halben Jahr, gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wo sie sagen, dass sich das geändert hat. Weil Gezi war nicht nur ein Aufstand gegen die Regierung, sondern Gezi war auch ein Aufstand gegen die Opposition, gegen eine bestimmte Form Politik zu machen. Und Gezi war ein Moment, und das Zweite, was glaube ich ganz, ganz wichtig war, dass man halt eben nicht gesagt hat, also eine Regierung, die sagt, hier passiert das, was ich will. Es geht da lang, ich sage, wo es lang geht und alle haben dem zum Folgen. Dem hat diese Gezi-Bewegung nicht entgegengesetzt, nein, es passiert das, was ich will, sondern wir wollen darüber gemeinsam reden. Und es waren ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen und Menschen aus sehr unterschiedlichen Milieus, was ich auch versuche in dem Buch zu beschreiben. Und ganz konkret diejenigen, die auch aus dem Abstand von einem halben Jahr sagen, für uns ist alles anders geworden. Das sind die Schwulen, die Lesben und vor allem die Transsexuellen, die wirklich in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz unten standen, wo es jedes Jahr einige Dutzend Morde gibt. Viele von denen sehen sich als Zwangsprostituierte, weil sie keine andere Arbeit finden. Und die sagen halt, auch mit dem Abstand von einem halben Jahr, für uns ist alles anders geworden. Also das, was jetzt an gesellschaftlicher Akzeptanz, die wir jetzt erfahren, seit Gezi, das ist... Also das ist so vielleicht die am meisten greifbare Veränderung in dem Milieu. Ansonsten ist ein gesellschaftlicher Wandel angestoßen, der noch seine Zeit noch dauern wird, bis man die Früchte zeigt. Also die Auswirkungen von 68 hier hat man auch nicht unbedingt alle gleich ein halbes Jahr später schon gesehen. Aber um das so konkret zu machen, du beschreibst, du hast in deinem Buch, ich weiß nicht, über 100 Menschen hast du gesprochen, und zwar eben nicht nur in Istanbul, sondern, naja, so gut wie in der ganzen Türkei, also in bestimmten Schauplätzen. Welche Schauplätze hast du dir außerhalb von Istanbul genommen, um genau ja, diese Aussage zu überprüfen, dass alles anders geworden ist, dass sich etwas gewandelt hat, dass sowas wie die Akzeptanz von Homosexualität oder dass man offener darüber redet, wo bist du hingefahren und warum an die Schauplätze, die du ausgewählt hast? Also, weil die Schauplätze, die Viertel in Istanbul, über die ich das erzähle, stehen alle für bestimmte Milieus. Das war auch so, wenn Taksim überall ist, dann dachte ich, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, an verschiedenen Orten zu schauen. Und meine Idee war, das ist jetzt keine Nacherzählung der Ereignisse, sondern herauszufinden, so was waren das für Leute, wo kommen sie her, wie leben sie und wie wollen sie leben. Und alle Orte, also sowohl die Stadtteile in Istanbul, stehen für bestimmte Milieus, dann Viertel wie Nişantaşı eher so für so ein liberales Unternehmermilieu, also viele Unternehmer sind da, das ist so ein schickes Viertel, oder Gazi, das ist ein alevitisches, wo die linksradikalen Gruppen sehr stark sind, Kadıköy eher ein kemalistisches, Fatih ein sehr muslimisches Viertel, es gab ja auch gläubige Muslime, auch der Teil der Gezi-Bewegung waren, zahlenmäßig nicht so viel, aber qualitativ war das was absolut Neues und deswegen auch total wichtig. Und so habe ich das war die Idee, verschiedene Milieus mit verschiedenen Orten zusammenzubringen, und die Orte außerhalb Istanbul sind Ankara, das ist die Hauptstadt, wo es einfach auch härter zugeht, und wo ich die Geschichte eines alevitischen Viertels erzähle. Ich war in Kayseri, einer Hochburg der AKP, eine Stadt von 1 Million Einwohnern, Boomtown, so als Beispiel für den Widerstand in der Provinz. Ich war in Antakya, an der syrischen Grenze, wo 3 der Toten
also zwei von den jungen Leuten, die während der Proteste ums Leben kamen. Zwei von denen stammen in Antakya und der dritte, der in Eskişehir totgeprügelt wurde, stammte auch aus da. Also die meisten Beerdigungen gab es da, deswegen war ich in Antakya. Ich war in Dersim, in einer kurdischen Stadt, in Tunceli. Ja, das waren die Orte. Und in Izmir war ich auch noch, aber dafür, da war ich dann so spät, das habe ich nicht mehr geschafft, dieses Kapitel fertigzustellen. Also Izmir ist leider nicht mehr drin. Nach der Aufzeichnung fahren Gürkan Korkmaz und seine Mutter Emel nach Hause. Sie wohnen in Ekinci, einem alevitischen Viertel, dem man ansieht, dass es vor noch nicht langer Zeit ein Dorf vor den Toren Antakyas war. Die Fahrt führt über Straßen voller Schlaglöcher, der Polo rumpelt. Ob VW dieses Auto für solche Straßen gebaut hat, scherzt Korkmaz. Doch eigentlich ist er sauer. Auf die Journalistin, die zuletzt um eine Botschaft von Mutter zu Mutter an die Adresse von Erdogans Frau Emine gebeten hatte. Ich kann über Ali İsmail reden, sagt Gürkan, aber mein Job ist doch nicht, politische Botschaften abzugeben. Doch für die Opposition seien sie nun Prominente und würden ständig Anfragen bekommen. Manchmal fühle ich mich etwas benutzt, sagt Gürkan. Überhaupt sei dieser Sender viel zu nationalistisch. In die Kamera sagt er das nicht. Er ist froh über jeden Beistand. Im Auto läuft das Album von Grup Yorum. Emel Korkmaz weint leise auf dem Rücksitz. Gürkan und seine Frau Feryat wohnen im selben Haus wie seine Eltern. Seit Ali İsmails Tod hängt vom Balkon eine türkische Fahne. In der Wohnküche der Eltern brennt Neonlicht wie in vielen türkischen Wohnzimmern. Es gibt Kaki, geröstete Melonenkerne und Rakı, den die 47-jährige Emel Korkmaz selber gebrannt hat, von dem sie aber nur einen Schluck trinkt. Ihr Mann Şahap ist 9 Jahre älter, ein herzlicher Mann, dem man ein Leben in harter Arbeit ansieht. Wenn sie über ihren Sohn sprechen, steigen ihm schnell die Tränen in die Augen. Anfang der 80er Jahre geht Şahap Korkmaz wie viele aus der Gegend nach Saudi-Arabien zum Arbeiten. 28 Jahre wird er dort bleiben und die Familie nur im Urlaub sehen. Die Kinder sollen es einmal besser haben. Gürkan übernimmt für Ali İsmail und die beiden Schwestern die Vaterrolle. Man merkt es ihm an. Er ist 27 Jahre alt, wirkt aber nicht nur wegen der Geheimratsecken und der Brille deutlich älter. Ich bin früh gealtert, sagt er. Gürkan ist der Erste in der Großfamilie, 31 Cousinen und Cousins sind es allein väterlicherseits, der studiert. Jura. Ein Vorbild. Einer, dessen Wort zählt. Vor seinem Studium im westanatolischen Eskişehir hat er nicht verlassen. Ali İsmail fährt mit der Schule nach Rumänien und Litauen und besucht mit seinem Bruder und seiner Schwägerin Izmir und Istanbul. Gürkan kehrt nach dem Studium zurück und eröffnet eine Anwaltskanzlei. Im Sommer 2012 beginnt Ali İsmail zu studieren, Englisch auf Lehramt, ebenfalls in Eskişehir. Seine Mutter sagt, dass er nicht in Antakya bleiben will. Er will etwas von der Welt sehen. Gürkan ist nicht sehr religiös, aber gläubiger Alevit. Sein Arabisch ist passabel, auch wenn er, wie die meisten arabischen Türken, in seiner Muttersprache nicht lesen und schreiben kann. Ali İsmails Arabisch ist lausig und er ist Atheist. Der wichtigere Glaubensunterschied, Gürkan ist Fan von Galatasaray, Ali İsmail von Fenerbahçe. Er mag Metallica, dem großen Bruder bleibt das rätselhaft. Verständigen können sich auf den Politarabesk-Musiker Ahmed Kaya und auf Pink Floyd. Wenn man ihm gesagt hätte, dass sein Bild bei einem Konzert von Roger Waters zu sehen sein würde, hätte er vor Freude geweint, sagt Gürkan. Als Roger Waters im Sommer in Istanbul gespielt hat, lächelte Ali İsmail von der Bühne. Und wir haben geweint. Gürkan arbeitet in den Schulferien. Etwas dazu verdienen, der Familie helfen. Ali İsmail versucht es einmal im Geschäft eines Onkels, verliert aber nach ein paar Tagen die Lust. Gürkan trägt Verantwortung, Ali İsmail ist das Nesthäkchen. Mit 14 hat er eine schwere Herzoperation. Aber alles geht gut. Er hatte so etwas Unbeschwertes, sagt seine Mutter. Ali İsmail beteiligt sich an Schulprojekten und liest den Bewohnern eines Altersheims vor. Ein andermal bringt er Kleidung und Bücher in Dorfschulen. Er fährt Skateboard, er fotografiert, er hat einen Hund. Politisch organisiert ist er nicht. Ab und zu läuft er bei einer Demonstration mit. Die Brüder verehren Atatürk und sie beteiligen sich an den Gezi-Protesten. Ali İsmail in Eskişehir, Gürkan in Antakya. Ali İsmail ist kein rebellisches Kind, aber auch kein allzu braves. Mal rasiert er sich eine Glatze, dann lässt er sich einen Mohikaner schneiden. Seinen Eltern gefällt das nicht, aber sie üben keinen Zwang aus. Soll der Junge sich doch austoben, sagt Gürkan. Nur als sich Ali İsmail die Namen seiner beiden Nichten tätowieren lassen will, rät er ab. Ich werde Kinder kriegen, du wirst selber welche haben. Willst du dir einen ganzen Stammbaum auf den Rücken tätowieren? Ali İsmail lässt es. Wenn er sich im Recht fühlt, diskutiert er mit seinen Eltern und seinem großen Bruder. Aber er hört auf seinen Rat. Jetzt hat sich die Familie Ali İsmails Namen auf den Unterarm tätowieren lassen. 3 Monate nach dessen Tod bekommen Gürkan und Ferhat einen Sohn. Ali Yusuf nennen sie ihn. Mehr wäre für das Kind eine zu große Bürde gewesen, erklärt Gürkan unaufgefordert. Manchmal ist Ali İsmail kapriziös.
wenn er in seinem Zimmer war und jemand hatte schon einen Tee aufgesetzt und ihn erst danach gefragt, wollte er nicht, erzählt seine Schwester Eileen. Wenn man ihn aber vorher gefragt hat, war er umso glücklicher. Sein Vater ergänzt, ich musste auch immer vorher fragen, aber dann war er stolz, mit seinem Vater ein Bier zu trinken. Dass er raucht, verheimlicht Ali Ismail hingegen. Das weiß sein Cousin und enger Freund Volkan. Der kennt noch ein Geheimnis. Ali Ismail hatte sich in eine Kommilitonin verliebt, aber er ist nicht mehr dazu gekommen, es ihr zu sagen. Die Umstände von Ali Ismails Tod erzählt Gülkan so. Es folgt ein langes Zitat. Er hatte am 2. Juni mit einem Freund den Mietvertrag für eine neue Wohnung unterschrieben. Auf dem Rückweg gingen sie zu den Protesten. Als die Polizei Tränengas und Wasserwerfer einsetzte, verloren sie sich aus den Augen. Ali Ismail floh in eine Seitenstraße, wo er zusammengeschlagen wurde. Später fanden ihn Freunde und brachten ihn in ein Krankenhaus. Von dort wurde er in ein anderes transportiert. Da sagte man ihm, dass er nichts Ernstes habe. Man gab ihm ein Schmerzmittel und bandagierte den Arm. Er sollte sich noch einem Orthopäden zeigen und wartete bis zum Morgen. Dann hieß es, dass er zunächst eine Aussage machen müsse. Ali Ismail ging dann heim, um sich auszuschlafen. Am frühen Abend ging er mit Freunden zur Polizei. Da haben wir telefoniert. Als wir nachts gesprochen hatten, schien es ihm den Umständen entsprechend gut zu gehen. Jetzt wirkt er verwirrt und verdrehte die Buchstaben, sagte Solib statt Polis. Als ich hörte, dass er seit dem Aufwachen so verwirrt war, habe ich gesagt, sie sollen sofort in ein Krankenhaus fahren, in ein anderes, wo ein Bekannter von mir arbeitet. Dort wurde eine Hirnblutung diagnostiziert und Ali Ismail in die Universitätsklinik verlegt. Auf der Fahrt hat er das Bewusstsein verloren. Nach 37 Tagen im Koma ist er verstorben. Obwohl viele Geschäfte in der Straße Videokameras haben, finden sich zunächst keine Aufzeichnungen. Später stellt sich heraus, dass die Bänder professionell gelöscht wurden. Dann gelangt ein Video an die Medien, auf dem man sieht, wie 5 Männer mit Knüppeln und Baseballschlägern auf Ali Ismail einschlagen. Schließlich taucht noch ein Video auf, das zeigt, dass Ali Ismail an dieser Stelle von zwei weitere Male geschlagen wurde. 8 Männer sind nun angeklagt, darunter 4 Polizisten. Aus Sicherheitsgründen wird der Prozess nach Kayseri verlegt. Separat läuft das Verfahren gegen einen Arzt wegen und Verletzung der Sorgfaltspflicht. Um über die Prozesse zu informieren, eröffnet Gülkan nach dem Tod seines Bruders einen Twitter-Account. Ali Ismail ist viel im Internet. Seinen letzten Tweet verschickt er am 29. Mai 2013. Es gibt nichts Dümmeres, als für eine Idee, einen Wert oder einen Staat zu sterben. Nichts ist so wertvoll wie das Leben eines Menschen.